Ich weiß, ihr steht noch an und wollt von Sirwan und Mo noch Autogrammkarten haben. Das könnt ihr noch tun und die Karten sind noch den ganzen Tag da. Macht Fotos. Aber ich freue mich, neben mir zu begrüßen, zwei, die es gar nicht separat gibt, zumindest nicht so oft. Und, Oh, das würde ich jetzt mal nur so nicht ganz sagen. Kette. Rechts neben mir steht Thorsten von Orbital Plausch. Schön, dass du da bist, Orbital Plausch. Hallo. Der Mann mit der unverkennbaren Stimme. Und wir haben alle oft den Wunsch geäußert, du mögest doch gerne Hörbücher einsprechen. Warum? Das hören wir gleich noch. Du bist auch oft das Genie in der Regie. Immer mittwochs und fast immer, wir haben vorhin gerade nochmal gesprochen, fast immer mit Harzner zusammen. Harzner links neben mir. Van Gogh, Picasso, Harzner, kann man ja so sagen, glaube ich. Du bist neben dem, dass du YouTuber bist, auch Digital Artist. Hast sehr, sehr großes Talent im Zeichnen. Ja, ich komme ursprünglich eigentlich von Cartoons und vom Zeichnen und bin aus irgendeinem Grund über eine Kette von Ereignissen hier gelandet. Genau. Bist du hier das Mikro? Wir versuchen etwas lauter zu sprechen, damit ihr das alles hört, weil hinter uns der Lärmpegel etwas hoch ist. Wenn ihr es nicht ganz hört, beachtet die Abstandsregeln, soweit es geht, aber kommt ruhig ein Stück näher, wir beißen nicht, dann kriegt ihr uns vielleicht ein bisschen besser mit. Wir wurden gefüttert, ja. Ja, wir haben genau heute früh genug zu essen im Bauch. An euch die Fragen zum Warm-up, A oder B? Er nimmt A. Harzner nimmt A, okay. Für dich die Frage, Buch oder E-Book? E-Book. Likes oder Kommentare? Kommentare. Und dann habe ich noch, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Perfektionist oder Improvisationstalent? Oh, Improvisation, immer. Okay, Thorsten, an dich die Fragen. Ja, übrigens, das stimmt wirklich. Er ist, in puncto Impro ist er wirklich super. Also mit ihm Sachen vorher schon mal so einen kleinen Schnack machen für irgendein Thema und zu schauen, wo könnte das hingehen, ist mit ihm immer wieder eine Freude. Aber okay, A und B. A und B, Thorsten. Early Bird oder spät dran? Oh, eher spät dran. Ich muss zugeben, das ist, ja. Ja, also ganz kurz, wollen wir es offiziell machen, warum spät dran? Warst du nicht derjenige mit den Tickets, die so spät erworben wurden? Das gebe ich einfach mal in eine andere Richtung weiter. Ja. Okay, Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Eher Morgenmuffel, weil Early Bird, nein. Und bei dir Livestream oder Episode? Ja, bei mir gibt es nur Livestreams. Okay. Also, Thorsten, man kennt dich vor allen Dingen von den Plausch. Du hast den Plausch auf dem Punkt. Dein Livestream-Format ist ein ganz besonderes. Ja. Was ist denn für alle, die dich noch nicht kennen und alle, die Thorsten und Harzner noch nicht kennen, ihr solltet diese Kanäle unbedingt abonnieren, weil die wirklich sehr, sehr sehenswert sind, sehr, sehr spannende Themen. Aber was zeichnet denn den Orbital-Plausch aus? Was sind die Besonderheit daran? Ja, unser Format ist wöchentlich, immer mittwochs 21 Uhr und wir haben ein Talk-Format. Das heißt, wir laden uns Gäste ein oder ich lade mir immer Gäste ein. Harzner macht genau das Gleiche auf seinem Kanal, weil das sind zwei getrennte. Und wir plauschen halt immer über Themen der Weltraumfahrt. Ganz speziell natürlich über Sachen, die das DLR macht, aber auch die andere deutsche Raumfahrt, nicht Agenturen, aber Startups machen, weil das ist für uns einfach was super Spannendes. Es ist nicht ganz Newspace, was ja in deinen Bereich geht, aber wir gucken halt immer, dass wir uns so aktuelle Sachen und teilweise auch so ein bisschen an ältere Sachen, wissenschaftliche Sachen raussuchen und darüber einfach plauschen. Und ihr könnt natürlich da immer mitplauschen, weil wir haben da natürlich einen offenen Kommentarkanal. Das heißt, wir nehmen auch gerne eure Fragen immer mit auf und versuchen die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten oder wieder zurückzugeben. Okay. Harzner, jetzt habe ich gerade gesagt, du bist eigentlich Digital Artist. Du hast für mich für die Messe, auf der wir waren im Juli, wunderbare Zeichnungen angefertigt. Wie bist du denn darauf gekommen, vom Digital Artist YouTuber zu werden? Also wie ist denn der Weg, den man sich da vorstellen kann, den du beschritten hast? Also das fing bei mir damit an, dass ich immer sehr viel digital gezeichnet habe. Also ich bin weg vom Papier und bin also über Cartoons autodidaktisch, habe ich gerne witzige Cartoons gemacht und bin da beim Computer und beim Grafiktablett gelandet. Und das ist die bessere Technik, weil du besser die Texte eigentlich machen kannst. Und deswegen war das immer schon sehr, sehr digitalisiert bei mir. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass YouTube auch interessant ist, so für einen kreativen Menschen, und habe festgestellt, mein Upload war so scheiße, dass ich nicht streamen konnte.
Dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich unbedingt eine Internetverbindung, wo ich genug Bandbreite habe. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnte ich irgendwas streamen. Was mache ich jetzt? Und so entstand mein YouTube-Kanal ungefähr. Okay. Und dann habe ich angefangen, mich mit Videoinhalten zu beschäftigen. Und die Raumfahrt hat mich eben auch vorher schon interessiert. Also war es naheliegend, dass das dann irgendwann der Inhalt wird. Und dann kamen wir eben auch zusammen. Auch eine längere Geschichte. Und dann haben wir entschieden, dann machen wir das zusammen. Immer abwechselnd. Mittwochs, 21 Uhr. Jetzt hast du gerade gesagt Raumfahrt, aber bei dir gibt es ja sehr viel mehr als Raumfahrt, nämlich Weltall im Allgemeinen. Was fasziniert dich denn am meisten am Thema Weltall? Mich fasziniert eigentlich, dass wir immer wieder neue Sachen rausfinden, dass es ein sehr aktuelles Thema für uns alle ist. Wir waren vor Ewigkeiten schon auf dem Mond, wir könnten auch theoretisch schon viel weiter sein, aber wir leben einfach in einer unglaublich spannenden Zeit, wo sehr viele Sonden unterwegs sind und wir gerade wirklich was Neues lernen über die Umgebung, die wir halt mit dem bloßen Auge nicht sehen. Und das fasziniert mich. Aber der Sternenhimmel war schon immer eine Faszination. Also. Okay. Thorsten, wie bist du zu YouTube gekommen? Naja, das ist, der Harzner ist da ein bisschen der Schuldige dazu gewesen. Also ihr seht schon, es ist immer dieses... Ne? Ja, aber auch Felix, den ihr nachher wahrscheinlich noch kennenlernen werdet. Weil ich war auf einem, er hat einmal ein Community-Treffen gemacht und da war ich dort gewesen und hatte vorher schon so von einzelnen Leuten immer die Fragen gehabt, so, ich würde gerne einen YouTube-Kanal machen, wie fange ich denn da am besten an? So die typische Frage. Und Felix hat eigentlich immer ganz durch gesagt, naja, nimm ein Handy, fang an, mach was. Ja? Die Story, die ihr erzählt, das ist das Spannende. Ja? Technik, die kommt hinterher. Aber die Story, wenn ihr was zu erzählen habt, gutes Thema, einfach anfangen. Machen, 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 machen. Der Turnus kommt mit der Zeit und daher lasst es laufen. Dann habe ich ihn, ja, wir kennen uns ja auch schon 2 Tage länger, aber da kannst du vielleicht was dazu sagen. Ja, also gerade auch, weil hier vorne schon mal die Frage kam, wie fange ich damit an, wie konzipiere ich das Ganze? Und ich glaube, da haben wir auch beide festgestellt, wichtig ist, dass man eine Grundidee hat, was man eigentlich als Thema behandeln möchte. Aber dann muss man auch irgendwann anfangen, auch wenn es nicht perfekt ist. Und ich glaube, der heutige Tag und die ganzen Leute hier zeigt dann am besten, dass man das nicht alleine machen muss. Man hat eine großartige Community, da sind sehr viele hilfsbereite Leute dabei. Ich kann auch nur sagen, macht eine Idee, nehmt euch einen Zettel und einen Bleistift und schreibt mal so die wichtigsten Punkte auf und dann fangt einfach an. Nehmt euch irgendeine Kamera, macht erstmal ein Video, live kann man immer noch machen, macht mal ein paar Tests, lasst Freunde rüberschauen, ansonsten meldet euch bei Mo auf dem Discord und da gibt es immer Leute, die für euch da sind dann auch. Du kannst das Mikro in der Hand behalten. Was ist denn deine Einschätzung? Wir haben vorhin schon von Silvan und von Mo gehört, wie lange es ungefähr dauert, eine Episode zu machen. Wie viel Zeit investierst du in deine Videos, in deine Livestreams? Also wir müssen am Wochenende schon, wenn man ein Thema gefunden hat, ist man schon so 3-4 Stunden beschäftigt, das Material zu sammeln. Und wir machen ja vieles live. Das heißt, wichtig ist, dass wir die Bilder, Animationen und eben auch so einen roten Faden haben. Und wenn der erstmal da ist, dann hast du so ungefähr 3-4 Stunden Vorbereitung und der Rest ist dann ab ins kalte Wasser bei uns. Okay. Wie sieht das aus? Wie bereitest du dich auf so einen Plausch vor? Was hast du alles auf deiner Agenda stehen? Welche Stichpunkte? Ja, also für meine Pläusche mache ich ein bisschen mehr, aber ich habe auch ein bisschen mehr Freizeit als Harzner an der Stelle, Gott sei Dank. Und bei mir gehen da eher schon 2 Tage schon locker für drauf mit den Vorbereitungen, weil ich halt auch relativ viel mit Videoeinblendungen mache, viel halt eben Bilder recherchiere, aber auch eben Artikel, gerade auf den NASA-Seiten und ESA-Seiten. Und da muss man schon ein bisschen das Schäufelchen ab und zu mal auspacken und mal ein bisschen tiefer graben. Von daher, na, da kommt ein bisschen was ganz schnell zusammen. Woran arbeitest du aktuell? Was hast du aktuell auf deinem Zettel stehen? Ja, aktuell finde ich Reifen total interessant. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, was das sein könnte, was für Reifen ich meine. Ihr müsst euch vielleicht einfach nur nachher hier mal ein bisschen rumschauen. Ich gebe euch einen Tipp, es sind nicht die Motorräder da oben, die ich unerwarteterweise da gesehen habe. Das ist so etwas, was mir momentan sehr viel Spaß macht, aber auch der medizinische Bereich ist da auch weiterhin immer noch mein Favorite und da schauen wir mal, was demnächst in naher Zukunft kommen könnte. Ja. Harzner, hast du Angst, dass euch die Themen irgendwann ausgehen? Üblicherweise ja, das kommt vor, dass man denkt, oh Gott, jetzt haben wir ja schon alles behandelt. Gerade wenn man es eine Weile macht und dann mal einen Rückblick wagt, was man schon so alles behandelt hat. Aber wir machen es ja sehr interaktiv. Wir haben einen Chat und eine Kommentarsektion. Meistens kommen bei uns dann noch irgendwelche Fragen
wo ich dann vorher da sitze und sage, ach Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt genau in dem Moment ein Kommentar, sag mal, wie ist denn das mit dem und dem und dem? Und dann so, ach, okay, nehme ich das. Aber nee, also gerade die Raumfahrt ist aktuell sehr spannend, es passiert sehr, sehr viel. Da brauchst du dich eigentlich nur innerlich entspannen und dann findest du schon was. Ja. Überraschend, ja. Würdest du denn auch, an dich die Frage, selbst gerne ins Weltall reisen? Mit ein bisschen mehr Fitness vielleicht, aber also wenn ich hier in der Halle schon merke, ich kriege schon Höhenangst, wenn ich das Flugzeug da oben besuche, ich weiß es nicht genau. Also mit viel Training. Und du? Jederzeit, sofort. Aber Höhenangst ist für dich nicht das Problem, ne? Dein Spruch ist immer eine Handbreit Luft. Ich habe immer eine Handbreit Luft unter mir, denn das ist ganz wichtig, ja. Und ich mache ja auch Gleitschirmfliegen so ein bisschen, nicht ein bisschen, ein bisschen länger. Und ja, nein, Fliegen war schon von klein auf für mich immer die große Faszination. Und das All oben, das wäre schon mal richtig geil, mal bei Zero-G zu sein und das mal zu genießen und mal zu gucken, was der Körper so macht. Und ja, da hätte ich voll Bock drauf, da wäre ich sofort dabei. Ja. Wenn wir an Raumfahrt denken, und das ist ja irgendwie das verbindende Element von uns allen, also ja, ne, Weltraum und Raumfahrt, was denkst du, wo führt uns die europäische Raumfahrt hin? Ja, also momentan habe ich jetzt Gott sei Dank so das Feeling, die europäische Raumfahrt ist gerade an so einem Wendepunkt und will wirklich mal durchstarten. Also vorher habe ich eher so gefühlt, die haben die Landeklappen rausgefahren, den Bremsanker weggeschmissen und das Ganze kommt eher zum Halten. Aber momentan habe ich doch so das Gefühl, jetzt könnte was nach vorne gehen, weil es gibt unheimlich viele innovative Projekte, die in den Kinderschuhen schon nicht mehr stecken, sondern schon einen Schritt weiter sind, aber die noch eine Finanzierung bedürfen. Und ich glaube, da können wir in den nächsten 10 Jahren noch eine ganze Menge erwarten. Oder ich erwarte es zumindest. Und ich freue mich darauf. Gibt es irgendwas, was dir in Bezug auf die Raumfahrt Sorgen bereitet? Hast du irgendwo Bauchschmerzen mit deiner Entwicklung, was du siehst, was ihr als Themen besprecht? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also momentan, wie gesagt, passiert sehr viel, aber wir haben auch sehr weit fortgeschrittene Technik. Also ich meine, mit den Testmethoden, die wir gerade so beobachten können bei SpaceX und auch beim SLS, die Dinger heben nicht ab, ohne dass sie wirklich grundsätzlich sehr, sehr gründlich getestet werden. Also große Sorgen mache ich mir nicht wirklich, nein. Okay. Bist du der Meinung, dass der Mars ein realistisches Ziel ist? Es gibt... Es ist ein guter Kandidat, aber es gibt noch einige Hindernisse, die so in der, sagen wir mal, in der gesellschaftlichen Bewusstsein noch nicht so angekommen sind. Also vielleicht bei uns in der Community, die Atmosphäre oder das fehlende Magnetfeld ist ganz, ein ganz wichtiges Problem bei Mars. Also leicht wird es nicht, aber möglich wäre es schon, denke ich. Okay. Geben wir mal die Fragen. Ja, wir geben die Fragen einfach mal ins Publikum ab. Habt ihr irgendwie Fragen? Lisa, da ist eine Frage. Fragt Löcher in den Bauch. Das Mikro? Noch? Ja? Ich glaube, jetzt höre ich mich. Jetzt. Ja. Also, ich habe mal eine Frage. Jetzt kommt ja von der ESA, gibt ja jetzt die Geldministerkonferenz. Was erwartet ihr? Kommt da jetzt der Geldsegen oder werden wieder Projekte zurückgestellt, die dann daneben stehen und wo die Länder sagen, nee, aber ist uns zu wert? Spannende Frage. Also, was können wir von der ESA-Konferenz, Ministerkonferenz erwarten? Also ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, die ESA ist natürlich ein Konglomerat aus sehr, sehr vielen Ländern. Das heißt auch mit sehr vielen beteiligten Menschen und Regierungen, die Geld geben. Super, aber dementsprechend natürlich auch immer Anforderungen haben. Anforderungen sind zum einen natürlich, dass ihre Experimente umgesetzt werden, dass die Umsetzung möglichst in ihrem Land auch geschieht, weil so geht das Geld auch wieder zurück, was auch vollkommen in Ordnung ist. Von daher ist es immer sehr, sehr schwierig, das vorher schon irgendwie so ein bisschen herauszukitzeln. Aber ich glaube, es könnte ein, zwei spannende Themen könnten das nach oben schaffen, aber da lassen wir uns echt überraschen, weil das ist momentan, also von unserer Ebene aus, die ist sehr, sehr niedrig, großes milchiges Glas, wo wir reinschauen, da werden wir wahrscheinlich genauso überrascht, wie ihr das werdet. Habt ihr weitere Fragen? Ja, da, bitte. Nee, bitte das. Ja, an euch drei, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht YouTube vorbereitet und plauscht orbital, also im echten Leben sozusagen, was ist euer Background? Ich würde sagen, bei Michael kommen wir nachher noch dazu, weil das eine echt super Frage ist, aber er ist ja auch ein Creator, darf man nie vergessen. Genau, alle drei. Tatsächlich komme ich aus dem ursprünglich Musiksektor, bin aber im IT-Sektor gelandet und mache große internationale Testprojekte.
Geh mal weiter an den Harz, ne? Ja, das Gleiche hier. Also beruflich war ich mal Softwareentwickler, bin also in der IT gelandet und bin aber jetzt eher in beratender Funktion tätig. Und es hat sich halt so ergeben, weil die Software sich halt so schnell entwickelt, irgendwann verlierst du dann Kontakt. Und also bei der x-ten neuesten Erfindung sagst du dann auch, muss ich das jetzt auch noch auswendig lernen? Also ach, ich suche mir mal irgendwas zwischen Technik und mit Menschen umgehen. So ungefähr die Richtung. Sehr schön. Wie gesagt, ich antworte auf diese Frage nachher gern noch. Viel Zeit. Also ich habe noch einen regulären Job, den ich ausübe. Was genau, das sage ich vielleicht nachher, wenn es interessiert. Weitere Fragen? Ich könnte noch einen dran anschließen. Ja, dann, klar. Schließ noch einen an. Habt ihr vor, davon zu leben, so wie Mo das vorhat oder Sirwan, also YouTube professionell zu machen? Oder sagt ihr, so wie es jetzt ist, ist schon perfekt? Also für alle, die Frage nicht gehört haben, die Frage an die beiden war, ob sie sich vorstellen können oder vorhaben, das professionell zu machen, also Vollzeit-YouTuber zu sein. Na, also es hat als spaßiges Hobby angefangen und ich kann auch nur sagen, auch wenn ihr euch fragt, will ich damit mal Geld verdienen? Also mein Ansatz ist derzeit noch, ich mache es, weil es unheimlichen Spaß macht, aber auch, weil halt eine Community da ist und weil ich sozusagen da auch so ein bisschen mitschwimmen kann. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, möchte ich auch mal sagen, dass ich hier heute mit dabei sein darf. Hätte ich vor 2 Jahren echt nicht geglaubt. Ich habe es nicht wirklich auf dem Plan, davon mal zu leben, aber ich kann sagen, dass man alleine durch das Tun eine Menge lernt. Also freie Rede, spontan auf Fragen antworten und aber auch Gestaltung, Videogestaltung, Abläufe, mal einen Vortrag halten. Davor hast du danach echt keine Angst mehr. Wenn du einen YouTube-Kanal machst und machst es mal live oder du übst einfach nur deine Videos oft genug ein, du kriegst so viele Übungen, da hast du auf jeden Fall was davon. Mal ganz nebenbei davon, was du halt, wenn du wöchentlich so einen Stream machst, was du alles so lernst, damit du dein Publikum unterhalten kannst. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Sehr gut. Also nochmal die Aufforderung, um davon leben zu können, muss ein Kanal natürlich monetarisierbar sein. Und für alle, die jetzt nicht selbst YouTube-Creator sind, da sind einige Hürden eingebaut, was die Abonnentenanzahl angeht und was die angeguckte Zeit angeht. Abos da lassen, Likes da lassen, Videos gucken, das hilft schon weiter. Und dann sprechen wir vielleicht nächstes Jahr oder in 2 Jahren nochmal, wie der Schritt war in die Vollzeit-YouTube-Tätigkeit. Ganz genau, ja. So. Ja. Also Abos sind für uns wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn ihr eins hinterlasst bei uns, würden wir uns tierisch freuen. Kommentare natürlich auch. Und wenn ihr live dabei seid und Fragen stellt, das bereichert ungemein abends unsere Pläusche. Das wäre auch total klasse. Und da freuen wir euch auf alle Fälle, wenn ihr alle mal vorbeischaut. Immer mittwochs? Immer mittwochs, 21 Uhr, genau. Einmal beim Harzen auf dem Kanal und einmal bei Orbital Plausch. Danke euch. Ja, vielen Dank euch beiden. Die Schlange ist lang. Aber auch ihr sitzt gleich in dem Pavillon hinter mir und werdet dort unterschreiben. Auch wir sitzen danach, wenn die Schlange durch ist, dann sind wir dran. Ich denke, wir haben noch genug Zeit heute. Wir sind den ganzen Tag hier, um mit euch zusammen einfach das Event hier zu genießen und eine gute Zeit zu haben. So sieht's aus. Vielen Dank, dass ihr da wart auf dieser Bühne. Ich weiß gar nicht, ob die Regie, die ist, glaube ich, auch gerade weg oder steht in der Schlange. Also wir stellen uns einfach hinten auch an die Schlange und wenn wir dann da hinten ankommen, dann geben wir Autogramme. Ja, das klingt nach einem Plan. Wir wollen auch ein Autogramm, verdammt. So, wir machen jetzt 5 Minuten Pause hier auf dem Pult. Ich kann schon mal ankündigen, damit ihr nachher alle pünktlich zurück seid, als nächstes wird uns What About It die Ehre erweisen. Rechts. Dann hier links und rechts neben mir. Bis dahin, stelle ich mich nicht lange. Guckt euch an, was hier zu sehen gibt. Euch zwei nochmal vielen Dank. Danke dir, Micha. Und wir sehen uns nachher.